Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 4. Ich bin der Vasco und danke schon mal fürs Einschalten. Und wir schauen uns heute mal Battlefield 3 ein. Nein, Spaß, das sieht natürlich aus wie Battlefield 3. Und warum? Weil im neuen DLC Second Assault, in dem wir uns hier gerade befinden, ich fahre hier hoch, in dem wir uns gerade befinden, alte Maps, je nach Popularität, also vier der populärsten Maps sozusagen, neu aufgepimpt wurden, neu mit grafischen Details und Frostbite Engine 3 versehen wurden. Und ob das Ganze wirklich was kann, das schauen wir uns jetzt an. Ich werde diesen Fight hier, soll ich da mitfahren? Hey, du hast doch gehupt. Ah. Werde ich in zwei Videos teilen, damit ihr so früh wie möglich schon mal das erste Video sehen könnt, um einen ersten Einblick in das neue DLC zu erhaschen. Sind noch nicht so viele Spieler drin. Wir spielen hier Conquest auf der Map Caspian. Boah, und ich werde hier schon beschossen. Und ich weiß nicht woher. So, und das erste, was auffällt, ist natürlich dieser Turm hier. Und dieser Turm wird, und das ist Levolution, tatsächlich gibt es hier Levolution, das finde ich schon mal super, wird auf Beschuss zusammenbrechen. Oder ist gleich noch einer gewesen? Moment. Wo ist denn der jetzt hin? Da war doch einer. Ah, wo ist denn? Keine Ahnung. Der wird auf Beschuss. Ach, wie geil ist das denn? Hier gibt es ja noch einen Aufzug. Ja, und hier gibt es noch einen Aufzug. Den schauen wir uns gleich mal genauer an. Das ist ja geil. Das ist ja voll geil. Ah, den habe ich noch nie gesehen, weil der Turm hier wahrscheinlich immer kaputt war. Boah, für Sniper natürlich ein Paradies hier oben. Servus. Hi. Hallo. Das ist ja cool. Ah, hier kann man sogar noch weiter hoch. Das ist ja der absolute Hammer. Wenn das hier kaputt ist, ist natürlich nicht so geil. Der geht auf jeden Fall kaputt. Das habe ich schon mehrmals gesehen. Ich bin fast davon ausgegangen, dass der Turm hier von Beginn an kaputt ist. Das ist natürlich nicht so. Der wird erst durch Beschuss zerstört. Wenn denn ein Panzer draufballert. Oder ein Raketenschütze oder wer auch immer. Raketenschütze, Raketenwerfer. Boah, wie hoch das ist. Das ist ja richtig geil. Also das ist doch schon mal eine schöne Neuheit hier. Sieht auch ganz cool aus. Die Grafikeinstellungen sind übrigens auf hoch. Also ein Bild von der Grafik könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich nicht wirklich machen. Vor allem nicht auf 720p. Deswegen solltet ihr mal irgendwelche Grafikvergleiche anschauen, wenn euch das interessiert. Ich zeige hier das Gameplay und wie die Maps aufgebaut sind. Für technisches Zeug bin ich nicht zuständig. So, ich würde sagen, wir sind ganz oben, oder? Hallo. Schauen wir, hier ist ein bisschen Leben. Geil, wir sind ganz oben. Wie geil ist das denn? Das ist ja voll der Freefall Tower. Das ist ja richtig witzig. Und da können wir gleich mal uns die Map richtig schön genau hier anschauen, wie das hier aussieht. Also hier haben wir die Border. Das ist ein bisschen aus wie die chinesische Mauer. Und hier schießt ein Sniper hoch. Das spüre ich schon. Keine Ahnung, wie der mich treffen soll. Ich gehe mal hier hin. Die Border geht hier bis ganz hinten. Aber der Aufbau der Map ist natürlich gleich geblieben. Aber es gibt noch ein paar interessante Dinge, die ich euch aber leider erst von unten zeigen kann. Also springen wir mal runter. Yeah, nice. Und zwar hier, die Border. Da gibt es auch ein paar Neuheiten. Ich habe auch das Gefühl, dass hier jetzt mehr Wasser ist. Aber das Gefühl kann mich auch täuschen. So, die Neuheit ist natürlich, bam, die Mauer ist einfach mal tausendmal höher als im Dreier noch. Also das sind hier, wie viele Meter sind das? 7 Meter? Und im Alten, da waren es vielleicht, boah Junge, 3 Meter. Und hier haben wir schon was richtig Geiles, Torsteuerung. Wenn wir das jetzt hier drücken, dann passiert Folgendes. Ah ja, hier. Ich glaube, da haben sie jetzt gerade dieses, Moment. Ach nee, ich hab's runtergefahren, ne? Moment, wir machen es wieder an. Ah, sehr geil. Dann fahren hier diese Panzersperren hoch. Es gibt auch noch viel geilere Sachen. Also hier drüben ist natürlich die Panzersperre für hier drüben. Aber es gibt noch was Cooleres, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Das müsste auf der rechten Seite gewesen sein. Ich laufe jetzt mal ein bisschen rum. Ich zeige euch das jetzt erstmal, bevor wir hier richtig fighten. Da, da, da. So, der Turm steht immer noch. Ich möchte euch natürlich den Moment zeigen, wenn das ganze Ding hier zusammenbricht. Also die Mauer ist wirklich viel, viel höher, als sie noch im Dreier ist. Geht natürlich auch kaputt.
wie wir hinten sehen können. Da hinten seht ihr schon, da wie es schon leicht zerstört ist. Ich wette, wir werden jetzt dann gleich abgeknallt, wenn wir da angekommen sind, wo ich hin will. Und ich glaube, da hinten ist die Stelle, die ich meinte. Da ist noch ein interessantes Interaktionsfeature. Was ist das denn hier? Geht die Mauer wirklich komplett? Nein, das war so klar, nein. Nein, 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 das war so klar. Boah, war das war so abzusehen, scheiße. Aber es trifft sich ganz gut, weil wir können ja gleich mal die Klasse wechseln auf den Pionier. Weil wir wollen natürlich den Turm zerstören, das ist ja ganz klar. Ich steige jetzt einfach mal in Buggy, dann düse ich da schnell hin. Kein Ding. So, los geht's. Ah. Aber so vom Aufbau her ist die Map identisch. Und die großen Neuheiten sind an dem Turm und um den Turm herum und die Mauer an sich. Das sind so die Neuheiten, die mir jetzt beim Spielen aufgefallen sind. Ich habe auch Golf von... übrigens, ja genau, die, weil ich das jetzt gerade vergessen habe. Die Maps... Oh, oh, Panzer. Die es so gibt, sind Golf von Oman, Kaspische Grenze, dann noch Operation Firestorm, Operation Firestorm. Hier ist übrigens die Stelle, die ich meinte. Ich hoffe, wir überleben das jetzt. Operation Firestorm und Metro, genau. Oh, hier kann man auch noch hoch. Das schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Mit Schießscharten und so einem Scheiß. Hier hat man einen super Überblick auf die Map als Sniper und so. Richtig geil. Da kann man noch weiter hoch. Das ist ja abgefahren. Aha. Rolle entschließen. Haha. Wie geil ist das denn? Das kenne ich auch nicht. Habe ich gerade erst entdeckt. Okay, machen wir wieder auf. Wir wollen hier wieder ein bisschen Licht haben. So, alles klar. Das war gar nicht das, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Aber cool, dass wir das jetzt auch mal gesehen haben. Da unten habt ihr den Kringel gesehen. Zu dem wollte ich eigentlich hin. Ich will jetzt überleben. Okay, zum Kringel. Wenn wir den jetzt hier drücken, dann passiert Folgendes. Dann geht das Türchen hier zu und dann ist das für Panzer einfach mal gesperrt. Das ist im Prinzip wie bei der Map, oh Mist, jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen. Na toll. Mit der Waffe auf die Distanz, keine gute Idee. Ah, jetzt weiß ich nicht, wie die Map heißt. Shanghai irgendwas, glaube ich. Also vom DLC China Rising, da gibt es ja auch diese... Hier ist wieder diese typische Container-Ding. Können wir mal zumachen. Wo ist denn der Typ jetzt eigentlich? Lebt er noch? Wartet der hier auf mich? Oder hat der aufgegeben? Nicht, dass wir jetzt hier gleich, ne? Ah, ich glaube, der will den Punkt erobern. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Ich sehe ihn nicht. Also der Panzerfahrer muss dann aussteigen, extra sein Fahrzeug verlassen, den Knopf drücken und erst dann kann er mit dem Panzer weiterfahren. Und so kann man die Gegner natürlich aufhalten. Ist, finde ich, ganz cool. Und kann man taktisch sicher nutzen. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo der Gegner ist. Da ist er! Boah, ich hatte gerade... Jawohl. Da war aber noch einer, oder? Oder täusche ich mich da? So ein... Mein Gott, ey. Warum hat er mich denn... Warum sieht er mich denn jetzt erst? Und ich hatte gerade irgendwie voll die Schusshebbung. Der hat gerade nicht geschossen vorhin. So, alles klar. Das hätten wir auch mal abgehakt. Dann geht's mal weiter. Hier gibt nicht noch was Interessantes, ja? Es hat hier kein Ende. Ich werde wahrscheinlich zu jeder Map eine Folge machen. Jetzt schießen wir erstmal den Turm hier ab. So. Boah, schießt alle mal den Turm ab. Ich will, dass der hier kaputt geht. So, jawohl. Jawohl, der Heli, der schießt ja auch schön auf den Turm. So will ich das sehen. Ich weiß nur nicht, wo die Stelle ist, auf die man treffen soll. Vielleicht hier oben. Ah. Boah, Heli macht einen Abgang. Und er ist ausgestiegen. Kann das sein, dass das schon ein bisschen brennt oder täusche ich mich da? Weiß ich nicht. So, irgendwie hat der Turm keinen einzigen Kratzer abbekommen. Und da oben, boah, da sind die Sniper. Wie viele das sind. Das ist ja krass. Ganz schön viele Sniper. Und wir haben nur noch 19 Minuten. Oh, oh. Tank. Um den Turm zu zerstören. Den will ich euch aber schon zeigen. Dieses Levolution-Event hier. Das wäre schon schade, wenn ich euch das jetzt nicht zeigen könnte. Ja, aber da leuchten schon ein paar Lämpchen. Was die bedeuten? Keine Ahnung. Vielleicht muss man den auch irgendwie mit irgendwelchen Sachen in die Luft jagen. Vielleicht kann man den gar nicht mit Panzern zerstören. Sonst hätte der ja Damage bekommen, sonst wäre ja ein Hitmarker da gewesen. Ah, wir schauen uns die Sache gleich nochmal genauer an.
Das gibt's nicht. Boah, ey, dieser Schalldämpfer ist ein bisschen kacke. So, aber tot ist er. So, komm weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Nicht stehen bleiben. Oh, oh. Ich möchte euch das hier zeigen. Rein, 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 rein. Rein. Runter, runter, runter.